Hallo und herzlich willkommen hier bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Wir sind schon wieder in einem Laden und müssen irgendwo einen Geheimraum suchen, wo jetzt die coole Party irgendwie stattfindet. Und ja, sind immer noch verkleidet als die Pablo-Brüder. Da drüben hat es eine Lama-Statue. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dein. Dann pack ich mal ein Lama ein. Oh mein Gott, bitte. Oh nein, müssen wir hier Lama-Statuen sammeln oder was? Und noch eine Lama-Statuette. Okay, was haben wir noch hier? Schauen wir uns noch ein bisschen um. Wir haben hier wieder so einen Lama-Läufer. Und wir haben einen Vorhang. Hinter dem werden wir uns wahrscheinlich wieder verstecken müssen. Keine Ahnung. Aber dann schieben wir den mal beiseite. Möchte mir jemand helfen? Nein? Hätte ich nicht erwartet. Oder wartet. Doch. Der Entriegelungsmechanismus der Geheimtür. Sehr komplex. Ich schätze eine 13 auf der nach oben offenen Priegelskala für geheime Verschlussmechanismen. Oh nein, was soll das schon wieder? Die Zeichnung eines Lamas mit Kugeln im Bauch. Okay. Die Zeichnung eines Lamas mit Wasser im Bauch. Okay. Die Zeichnung eines Lamas auf Diät. Hier haben wir goldene. Meint ihr nicht, dass das Diebstahl ist? Ach was, Bernd, das ist Spieltaktik. Na dann. Ja, genau. Und hier haben wir eine Geheimtruhe? Was? Ich kriege die Truhe nicht auf. Lass mich raten. Nur mal so aufgrund meiner bisherigen Spielerfahrung. Eine Geheimtür? Okay, ja, dann ist okay. Haben wir verstanden. Okay, schauen wir, wir haben hier Lama-Fett. Und wir haben Lama-Statue. Hier sind, wir haben hier zwei Lama-Statuen schon mal. Kann ich die irgendwie miteinander benutzen? Ah, okay. So müssen wir es schon mal machen. Aber ich brauche noch eine dritte Statue. Wo kriege ich denn die her? Ich sehe. Vorhang auf für eine Lama-Statuette. Bravo. Bravo! So, jetzt ist meine Inventarliste ziemlich schwer von den ganzen Goldstatuetten. Okay. Eine Lama-Statuette. Mit ohne alles. Und was ist das? Eine vergoldete Lama-Statuette. Innen hohl. Befüllbar. Okay. Und was ist mit der hier? Die kann ich irgendwie schon gar nicht mehr nehmen. Dann. Ah. Ja, aber dann haben wir es falsch draufgestellt. Ah, okay. Müssen wir nochmal. Nehmen wir die hier drauf. Komm, putzi putzi. Da wird sich jetzt noch nichts tun. Nein, Bernd, du siehst doch. Die Platte bewegt sich nicht. Die spezifischen Gewichte der einzelnen Lama-Statuetten sind nicht kongruent mit den durch die Zeichnungen indizierten. Danke, Busch. Wäre ich nie drauf gekommen. Okay, machen wir es nochmal. Wir haben hier eine vergoldete Lama-Statuette. Eine Lama-Statuette. Mit ohne alles. Ein Goldesel, Also, das hier ist unser Goldesel. Und drauf. Da wird sich jetzt noch nichts tun. Ja, das ist mir schon klar. So, was haben wir denn hier? Schauen wir mal draußen. Vielleicht kriegen wir hier irgendwo das Wasser. Ah, hier! Da oben ist doch der Lama-Kopf aus dem. Ja! Eine Lama. Eine vergoldete Lama-Statuette. So, jetzt hat das Lama einen Blubberbauch. Okay, gehen wir wieder rein und stellen das Wasserlama hier drauf.
Nein, no, schon wieder falsch gemacht. Nein, Bernd, du die mit. Danke. Ja, nochmal. Also, Lama-Sabber hier rein. Da wird sich jetzt noch nichts tun. Danke. Lama mit Stein hier. Und drauf. Da wird sich jetzt noch nichts tun. Und das dritte Lama hier. Abracadabra. Eine jetzt nicht mehr geheime Geheimtür. Ja, Tatsache. So, schauen wir mal. Oh, eine Vulkanhöhle. Wie passend für einen Raum hinter einer Geheimtür. Wir sollten gehen. Ich bin allergisch gegen Lama. Wo ist denn jetzt die Party? Höret! Die Zeit des lächelnden Lamas ist angebrochen. Also nachdem ich den Soundcheck gemacht habe. 1, 2, 3, Test, Test, Test. Bernie, Chili, ich glaube, wir sind der verschwundenen Jack-Statue ganz dicht auf der Spur. Mi, 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 mi. Lama, 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 Pipapo, Pipapo, Pipapo. Meinst du die Statue, die dort drüben über der geschmolzenen Lava hängt? Herzlich willkommen zur Jack-Opferung hier im bla 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 bla. Nein, das arme Jack. Scharf, es ist... Ach, auch egal. Hört ihr mich? Dann kann's ja losgehen. Ich habe einen Traum. Ein Traum, wo alles vom Lama kommt. Kleidung, Essen und auch Hygieneartikel. Ja, denn das alles können uns die Lamas geben. Und auch den Weltfrieden. Denn wenn alles Lama ist, ist alles gut. Aber damit das passieren kann, müssen wir dafür sorgen, dass alles Lama ist. Und das können wir nur erreichen, wenn wir unseren schlimmsten Konkurrenten vernichten. Die Jack-Produktpalette nimmt den Platz ein, der eigentlich dem Lama gehören sollte. Man kann auch viel aus Jack machen, aber es ist nicht Lama. Deswegen werden wir den internationalen Jack-Produkthandel sabotieren. Und das ist erst der erste Schritt. Applaus! Oh mein Gott. Wir müssen das Jack befreien. Also los, Bernie, lass dir was einfallen. Blablablama, blama blama ding dong, laba blablama, laba laba, laba lama, laba lama, blablablama, blama blama ding dong, laba blablama, laba laba, laba lama, laba lama. Okay, wir haben hier einen Albtraum. Blama blama ding dong, laba blablama, laba laba, laba lama, laba lama, blablablama, blama blama ding dong, laba blablama, laba laba, laba lama, laba lama, blablablama, blama blama ding dong, laba blablama, laba laba, vielleicht wäre dann alles wieder gut. Laba lama, blablablama, blama blama ding dong, laba blablama, laba lama, laba lama, laba lama, blablablama, blama blama ding dong, laba blablama, laba lama, laba lama, laba lama. Blablablama, blama blama ding dong, laba blablama, laba laba, laba lama, laba lama, blablablama, blama blama ding dong, laba blablama, laba laba, laba lama, laba lama, wer will die schon haben? Blablablama, blama blama ding dong, laba blablama, laba laba. Ich glaube, die lustig funkelnde Götzenstatue ist ein Schalter für einen bestimmt wahnwitzigen Mechanismus, den ich sicher nicht auslösen will. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich schon! Ja, wir kriegen hier Indiana Jones mit Kegeln, oder? Alle Leine! Oh, was war das denn? Egal, ich schlaf mal eine Runde. Oh, alles in Ordnung da unten? Alles super! Ich dachte schon, jetzt ist's aus. Hey, schaut mal, Jungs. Hier stehen Sessel, Fernseher, Getränke, Fußmassagegeräte. Was läuft denn im Fernsehen? Der Bahnstreckenkanal. Wie gerne wäre ich mit runtergekegelt worden. Okay, nee, hier haben wir noch... Damit kann ich noch lauter sein, als ich schon bin! Okay, was haben wir hier? Lama Fritz. Ein Pullovianer, der sich hängen lässt. Und hier drüben noch ein paar Winde.
Okay, was haben wir noch? Großer roter Knopf? Das sollte ich eigentlich nicht drauf. Das ist mir zu kompliziert. Oh nein. Langweilig. Das Drehdings ist so verrostet, dass ich es nicht drehen kann. Okay, ich denke, hier würden wir auch wieder ein ganz schlimmes Rätsel irgendwie lösen müssen. Oh nein, oh. Das kann Diggle bestimmt gut gebrauchen. Okay, können wir hier schon irgendwas machen? Vulkanomat. Da ist eine Bedienungsanleitung und hier sind die Winde. Es könnte sich auch um ein amerikanisches Modell handeln. Vielleicht ein Gigantic Bang Alpha Bravo X-Ray. Hä? Ja. Oder auch nicht. Was ist hier mit dem... Okay, kann ich hier nicht mit dem... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, hab's jetzt schon verstanden. Hier fällt uns allerdings noch ein Ventil. Und ich hab so ein bisschen Gefühl, dass... Wir hatten doch oben dieses eine. Und wenn wir jetzt hier ein Werkzeug haben, können wir das doch schnell holen, oder? Das wäre doch mal eine Idee. Ja. Rauf zum Platz. So, hallo, servus. Werkzeug mit rotes Ventil. Jawohl, wir haben. gehen wir wieder rein. Ins Geheimversteck. So, und rennen wieder rüber. Ah, da fällt noch ein zweites. Irgendwie, aber das hier können wir schon mal einsetzen. So, jetzt müssen wir das wahrscheinlich hier alles in der richtigen Kombination, das heißt das hier. Ein klassisches Ventilrad der Baureihe Mumpf 97. Findet sich auch an Abwasserrohren. Okay. Langweil. Na, okay. Na, was können wir noch hier machen? Lama-Statue und hier ist... Der schläft gut. Der große rote Knopf. Das ist mir zu kompliziert. Was haben wir hier? Die lassen sich aber echt hängen, die... Okay. Alles super. Ich dachte schon, jetzt ist's aus. Hey, schaut mal, Junge, geht okay, los. Das der haben wir schon gehört mit den Bahnstrecken. Ja, aber was können wir denn hier machen? Nochmal? Marmorsteine und Stalaktiten brechen, die Unmöglichen lösen, jedes Verbrechen. Marmorstein. Okay, wenn ich jetzt philosophisch wäre, würde das jetzt länger dauern. So aber nur... Ein Brot mit so kurzen Armen. Okay. Es ist Dr. Bumblebee Busch. Ja, das sind die Standardantworten. Okay, können wir... Wow! Wenn ich jetzt Musik mache, wird's richtig, richtig laut! Musik scharf. Musik! Ich hab's Gefühl, irgendwas müssen wir hier. Können wir das... Scharf. Ich glaube, du solltest die Schallwellen...
Okay, Lama. Schlaf. Wollen wir. Loses Stalag. Trötkonzert für hängenden Stein. 1, 2, 3. Gut. Nochmal, nochmal. Juhu, Sachbeschädigung. Ah, und jetzt ist der Weg natürlich blockiert und wir können nochmal unsere, Los geht's! Chili Power! Das macht Spaß! Und bringt so viel. Ja, ich hab's ja verstanden. Okay, müssen wir den zweiten vielleicht auch noch irgendwie runterholen, damit das Ganze und hier... Und noch ein Trötkonzert für noch einen hängenden Stein. 3, 4. Schaf, du wirst immer besser. Echt? Nein, es ist immer noch Lärm. Okay, dann... Los geht's! Chili Power! Chili Power! Einmal, zweimal... Super, Chili. Jetzt können wir die Jack-Statue retten. Okay, Okay, das bringt irgendwie gar nichts. Okay. Warte mal, die hier ist doch verrostet. Haben wir da noch irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Langweilig. Wenn wir es ein bisschen einfetten? Ui, jetzt geht's gleich. Jetzt geht's gleich. Okay. Und runter mit dir. Yippie! Prima. Bald ist das Spiel zu Ende. Jetzt müssen wir sie nur noch rausbringen. Wie viel wird sie wiegen? 3, 4 Tonnen? Keine Sorge, das ist ein Auftrag für Dr. Bumblebee Busch! Okay, dann spielen wir jetzt ihn, oder? Ja, Tatsache. Dann wird wahrscheinlich jetzt drüben das Rätsel hier wieder mit den Ventilen kommen. Schauen wir uns mal. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres künstlichen Vulkans Vulcanus V8. Zur Einstellung des richtigen Drucks. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung. Puh, wer liest denn schon eine Bedienungsanleitung? Okay, gut, wir haben hier... Diese Maschine hat wohl ein vollkommener Stümper zusammengeschustert. Schauen wir mal. Also jetzt nochmal erstes Ventil. So, dann wollen wir mal ein bisschen Druck erzeugen. Eins. Der zweite ist hier. Und noch mehr Dampf. Geht doch. Der dritte ist hier. 58,976% Druckkompensierung. 4 läuft hier hinten, dann drüber, rüber, hier unten durch. Und hier ist eine leere Ventil. Okay, müssen wir nochmal schauen. Ach, so ein Schrott. Komm, ein bisschen schneller, Busch. Heppa, heppa, heppa. Oh, den machen wir. Da wird sich jetzt noch nichts tun. Okay, also nochmal. Wir gehen nach drüben. Ich finde auch dieses Notausgangsschild da oben so geil. Hier sind Lama. Haben wir hier noch irgendwas, was wir... Vorhang... Die Krönung... Ach, guck mal, das... Da war wieder jemand so nett und hat uns ein zweites rotes Ventil irgendwie hingemacht. Wozu diese mittelalterlichen Hilfsmittel doch gut sein können. Okay, damit haben wir unser Ventil. Aber ist ja auch ein gemeines Rätsel, also ja. So, also wir sind wieder drüben. Da ist Lama Fritz.
hätten wir uns aber eigentlich auch denken können, dass nach Jack Fritz. Okay, also, hier haben wir einmal den hier, leere Ventilwasser. Dann kommt Nummer 4. Gleich haben wir Volldampf. Und vielleicht pneumatisieren wir das Universum. Hä? Habe ich jetzt schon die richtige? So, Bernie, der Dampf ist maximal pneumatisch kompensiert. Jetzt fehlt nur noch das Tüpfelchen auf den I. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, du darfst den Knopf drücken. Oh, Scheiße, jetzt wird das hier alles explodieren, oder? Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Komm, Bernie, es geht los. Das willst du nicht verpassen. Es ist ein kleiner Knopfdruck für ein deprimiertes Kastenbrot, aber ein großer Bums für einen künstlichen Vulkan. Ach, was rede ich da? Egal. Okay, festhalten! Und natürlich landen wir genau. Oh. Das hat Spaß gemacht! Hier eigenartig, im Garten. Dass wir trotz Corioliskraft wieder hier gelandet sind. Na, egal. Hauptsache, wir haben die Jack-Statue gerettet. Oh Gott, was habt ihr gemacht? Den Fall gelöst? Ihr habt die Jack-Statue zerstört. Die langolische Delegation kann jeden Augenblick kommen. Ich glaube, ich gerate in Panik. In Ordnung. Machen Sie ruhig. Wir gehen nach Hause. Nein, Bernie. Wir müssen Budimčić helfen. Vielleicht können wir ein passendes Surrogat für den Kopf materialisieren. Ach, Mist. Aber zuerst solltet ihr die Überreste eurer schändlichen Tat wegräumen. Bern, krastiger Koloss. Vielleicht hat der Bevollmächtigte der Staatsgewalt recht. Herr Wachtmeister Budimčić, beruhigen Sie sich doch. Ich? Mich beruhigen? Ich flippe aus! Manchmal sollte man sich einfach weniger um die Mitmenschen kümmern, sondern einfach die Klappe halten. Okay, schnappen wir uns mal... Die Kleinteile stecke ich ein, bevor die langolische Delegation kommt. Hier haben wir noch Jack. Das stecke ich mal ein. Darf ich da mal reinpusten? Das ist kein Instrument, Schaf. Nur einmal tröten! Bitte, bitte, bitte! Ich versuch's anders. Rosa. Oh, ich mag Rosa so gerne. Nicht? Geht's doch. Gibt's sonst noch irgendwas? The Crime Detector. Okay. Was können wir das irgendwie kleben oder hier Sirup? Das hast du nicht gerade wirken. Doch, hab ich probiert. Hallo? Okay, schauen wir mal rüber. Was haben wir denn hier? Irgendetwas riecht hier nach frischer Farbe. Wahrscheinlich hat sich der elende Pantomime gerade neu angepinselt. Ja, frisch bepinselt. Fehlt nur noch das Achtung frisch gestrichen Schild. Aber wer fasst schon freiwillig einen elenden Pantomimen an? Schnell weiter und einen Ort für die Reste der Jack-Statue finden. Ach, geht gleich automatisch weiter? Immer noch genauso hübsch hier wie vorher. Nämlich gar nicht. Hä? Wir haben doch den Globus vorher runtergezogen. Aber jetzt ist wieder alles aufgeräumt irgendwie. Wir müssen's... Hier haben wir noch Abschluss. Vielleicht kann ich's für meine Verkleidung als Jackkopf gebrauchen. Flatter, flatter. Okay, die Jack... Teile können wir doch sicherlich vergraben, oder? Ja, Tatsache. Haben wir noch irgendwo diese komische Schaufel von ganz am Anfang? Grunzophon? Schnief. Ich kannte ihn kaum. Aber er war immer ein guter Freund. Nee.
Okay, also die Jagdteile haben wir jetzt schon mal irgendwie losbekommen. Und ich bin... Nee. Okay. Was haben wir denn Gute sonst? Gute Idee, aber ich brauche noch etwas. Was brauchst du? Drachen haben wir nicht, Nest haben wir nicht, Mülleimer, Schaukel. Was solltest du hier noch brauchen? Also, boah, komisch. Okay. Gute Idee, aber ich brauche noch etwas. Irgendwie spinnt's gerade hier ein bisschen von der Aufnahme her. Was brauchst du hier? Den Drachen können wir nicht nehmen. Die Lampe bringt uns nichts. Was das hier ist, habe ich auch keine Ahnung. Müssen wir hier noch irgendwas benutzen? Das funktioniert so nicht. Das hast du nicht gerade... Hallo? Ja, okay. Das funktioniert so nicht. Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Doch, habe ich probiert. Hallo? Das funktioniert so nicht. Müssen wir die Elster irgendwie noch... Das hast du nicht gerade... Hallo? Das funktioniert... Oh, da geht was. Okay, das Nest nehmen wir auch noch mit. Gut, was haben wir hier noch irgendwie? Können wir hier noch irgendwie was benutzen? Okay, es hat einmal fast funktioniert mit den Wünschen. Soll ich es nochmal versuchen? Was soll schon passieren? Außer Schlimmes? Okay. Glücksmünze? Eine Wunschmünze in einen Wunschbrunnen zu werfen, ist, als würde man sagen, ein weißer Schimmel. Wer weiß noch, wie diese rhetorische Figur heißt? Egal. Ich dachte immer, ich mag Wiederholungen in meinem Leben, weil sie mein Leben ein ganz klein wenig langweilig machen. Nein, ist wohl nicht so. Okay, sie hat wieder unsere blöde Münze. Was für ein Glück. Es währt nur kurz. Oh, Frau Bürgermeisterin. Ja, selbstverständlich ist alles für den Empfang der langolischen Delegation. Ja, ich verstehe. Jagdjoghurthandel. Ja, ich halte mich im Hintergrund. Immer Ihr ergebenster Diener. Nein, Panik. Stehen Sie hier herum, Herr Kastiger Koloss. Bringen Sie in Ordnung, was Sie verbockt haben. Selbstverständlich, Sie schleimiger Ergebener. Okay, Andy! Ja, was ist, Chili? Komm. Oh nein. Ich wünsche mir eine Jagdnase. Die brauchst du bestimmt, Bernie. Warum hast du dir nicht einfach eine neue Jagdstatue gewünscht? Weil es so mehr Spaß macht. Ach ja? Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, also, gut, jetzt müssen wir das irgendwie miteinander verknüpfen. Wir haben... Das hast du nicht gerade... Hallo? Das funktioniert... Das hast du nicht gerade... Hallo? Das funktioniert... Das hast du nicht gerade wirkt. Okay, ja, ich bin ja noch am Probieren.
Hallo? Das funkt. Das hast du nicht. Hallo? Einhornnest. Für ein Zweihorn-Jack-Kopf-Substitut fehlt noch ein zweites Horn. Okay, wir brauchen noch ein zweites Horn irgendwoher. Was ist mit dem hier? Der hat wahrscheinlich auch. Der Pantomime hat sich eben damit eingeschmiert. Hier haben wir keine Möglichkeit. Gehen wir zurück zur Jack-Statue. Liegt hier vielleicht noch ein zweites Jack-Horn? Jack-Statue. Können wir. Das funktioniert. Okay, aber. Das hast du nicht gerade. Wo kriege ich jetzt. Wir haben doch das Jackhorn hier, das sieht, das Grunzerfon, das sieht doch auch aus wie so ein Jackhorn. Zweihornnest. Jetzt fehlt noch eine Jackschnauze. Haben wir bekommen. Hier, bitteschön. Hörnerschnauzennest. Jetzt fehlt nur noch ein Schal. Absperrband? Ein bunter Jackkopf. Hat es geklappt? Konnte ich es oben drauf setzen? Okay, warum geht es jetzt nicht? Schade, es hätte so schön sein können. Statue wieder da, Bert zu Hause, Spiel aus. Vielleicht konstruieren wir unsere Existenz, aber auch durch unsere unbewussten Wünsche selbst. Das würde bedeuten, dass ich meine Realität mit einer Jackstatue, der Kopf fehlt, selber konstruiert hätte, weil ich es so wollte. Ein ziemlich abwegiger Gedanke. Ein bunter Jackkopf. Okay, muss ich vielleicht noch einen Sirup drauf? Nein. Haben wir noch irgendwas, das irgendwie befestigen? Das funktioniert so nicht. Okay, irgendwie ist da aber der Wurm gerade drin. Toll, Berndi! Bernd, wenn ich mir die Kritik erlauben darf. Nein, darfst du nicht. Die Farbe stimmt noch nicht. Dann suche ich mal Farbe. Okay, ach, wir müssen Bernd verkleiden als Farbe hatte doch drüben der Pantomime. Dann gehen wir zu dem mal. Bronzetopf. Mist. Im Topf ist zu wenig Bronzefarbe drin. Der Pantomime hat sich eben damit eingeschmiert. Okay, und wenn wir ihm einfach das Ganze geben? Hey, elender Pantomime. Ich wette, du kannst keine Brotumarmung pantomimen. Kannst du doch? Ach, muss ja sein. Das ist zu nah! Ich fühle mich beschmutzt. Aber immerhin bronzefarben. Na dann mal los zur fröhlichen Jack-Statuen-Imitation. Okay, dann einmal rüber. Und ja. Die Mimikrie ist fast briegelperfekt. Komm, Jack, komm! Ich wusste es. Los, die Langolen sind gleich da. Hier ist es wirklich sehr windig. Gut, dass ich einen Schal habe und eine Nase aus Gummi. Die Weichmacher betäuben mich recht angenehm. Das sind die Teebeutel, die sie auf uns werfen, oder? Wie beschämend.
alles riecht nach Kamille. Ich hasse Kamille. Okay, die gehen wieder. Puh, nochmal gut gegangen. Gut gegangen? Yippie! Nur schade, dass Berndi alles verpasst hat. Schaff, ich war hier oben. Ach, egal. Einzig diese Audiowellen eines durch den Bernoulli-Effekt in der Luft stabilisierten Fortbewegungsmittels stören ein wenig. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Was kommt da hin? Oh, Name? Und Mist. Aber was ist das? Die Stunts sind lahm. Ui, ich sehe Sternchen. Schön. Irgendwie bin ich gerade so müde. Okay, kapiere ich jetzt nicht ganz. Das ist die Invasion der Lamas da hinten, oder was? Lama. Lama. Jetzt hier noch irgendwas machen? Oder müssen wir jetzt... Oh, es geht irgendwas. Wenn ich mehrmals drauf drücke, wird es immer noch weißer. Jetzt verstehe ich, wie ich in diesen schönen leeren Raum kam. In Wirklichkeit liege ich unter der Lama-Statue und bin bewusstlos. Wie schön, wie ruhig, wie weiß. Hier bleibe ich. Berndi, du hast noch was zu erledigen. Ein für alle Mal. Ihr habt mich in ein hässliches Kostüm aus Plastik gesteckt, unter dem man ganz schrecklich schwitzt. Ihr habt mich durch die halbe Welt gejagt. Mich aus Flugzeugen gestoßen, durch Fensterscheiben geworfen und in der Zeit zurückreißen lassen, wo ich immer schlimme, sehr schlimme Dinge sehen musste. Ihr habt meine Warnungen in den Wind geschlagen, mir ein Jack-Kostüm verpasst und mich unter einer Lama-Statue begraben. Jetzt reicht's. Ich werde nicht noch etwas zu tun haben. Außer diese gleichmäßigen weißen Wände anstarren. Was können wir hier? Emotion, Liebe? Nein. Einmal ist kein Mal. Dumm, die dumm. Dann schauen wir mal. Okay, also. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Hallo? Spieler? Das funktioniert so nicht. Hä? Was ist das? Freundschaft. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Hallo? Spieler? Berndi? Soll ich deinen Sturz mit meinem Körper abfedern? Manchmal ist es irgendwie auch rührend. Keiner darf loslassen! Und manchmal fühlt es sich auch an wie... Sie ist positiv. Jetzt können wir alle gemeinsam in die Badewanne. Yippie! Badewanne! Zu Hause. Ja, ich weiß. Die beiden Bekloppten sind manchmal sogar ganz nett. Trotzdem, warum mache ich das nur mit diesen beiden Verrückten? Weil wir Freunde sind, Berndi. Genau. Stimmt. Mist. Ich muss zu ihnen. Vielleicht brauchen sie meine Hilfe. Ja, dann werden wir wieder bewusst. Also gehen wir einfach durch die Tür. Ach, kann ich's mir noch mal überlegen? Ich wäre doch gerne wieder in diesem angenehmen weißen Raum. Und, oh, na gut, dann mal los. Wie kriege ich die Statue von mir runter? Okay, das Spiel ist wohl doch noch nicht ganz vorbei. Und wir haben jetzt hier einen Kampflama.
aber ich dachte eigentlich, wir haben jetzt heute das Finale durch, aber ist wohl noch nicht ganz so. Aber naja, wir schauen uns das Ganze einfach dann morgen in einer neuen Folge an. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, das war wirklich eine lange Folge jetzt. Und ja, dann haben wir morgen das Finale, ich bin schon ganz gespannt. Also, bis morgen dann, danke dir fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, gib ein Like und ja, ich sehe dich dann morgen. Bis dann, ciao, ciao.